und hoffentlich gibt es hier auch einen guten Eingang, der natürlich zu ist. Wen wundert's? Mich nicht. Klasse, jetzt kann ich noch einmal außen rum paddeln und da sind diese scheiß Gitter, Alter. Das ist ja so kacke ranzukommen, ne? Da kann ich sowieso nicht hoch. Och, fuck. Mhm. Genau so wollte ich das machen. So, hier gibt es aber einen Eingang. Und der wird auch direkt genommen. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Geht doch. Hä? Da! Die Tür steht immer noch genauso offen wie beim letzten Mal. Was ist denn das für eine Speckfalte? Da seid ihr ja. Komm, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Oh, und das mit edler Kleidung. Oh, ich finde dieses... die Rüstung so geil. Einfach nur so geil. Ah, so. Silvio Barbarigo. Den kennen wir doch. Auch so eine dicke Qualle. Hopp. Hm? Hier geht's runter. Okay, ich muss hier irgendwie eigentlich rüber. Was irgendwie nicht geht. Oh. Mutig, mutig. So, wohin müssen wir denn jetzt überhaupt? In den nördlichen Bezirk? Ne, südlich. Oh, Rennen. Da gibt es ein Rennen. Das will ich machen. Das will ich machen. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Deswegen. Klick, klick. Natürlich nehmen wir ein jedes Rennen an. So, noch tropfnass. Ist das nicht scheuert? Hopp, 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 hopp. Ja, Blei, das kann ja nur gesund sein. Oh, 12.000 wieder mal. Hopp, nimmst du mich ein bisschen mit? Gut, dann halt nicht. Frechheit. Und fertig. Darf ich mal? Danke. Oh, Kunst. Mal schauen. Gemälde. Geil. Nächstes Mal finden wir etwas, das euch gefällt. Ja, mit Sicherheit. So, wo findet denn das Rennen überhaupt statt? Direkt hier rechts, okay. Nice. Doch, für mich schon. Hey, cool, ein Glück. Das war... Glück im Unglück! So, du willst gegen... Du willst... mein Rennen hier mich besiegen. Ah. Kannst du auch etwas schneller reden? Ohne Kunstpausen?
Ah ja, und ich wollte ja mich auch weiß wieder färben. Das werde ich natürlich auch noch machen, das habe ich nicht vergessen. Wobei eigentlich schon, aber... Aber kaum bin ich in dem Bereich drin, ne? Sofort, der führt was im Schilde. Und hopp. Idiota. Ich rette eure Stadt, ihr Spacken. Etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, spring in die Richtung, Ezio. Warum auch nicht? Versaut mir ja nur wieder mal das ganze Rennen hier. Super, da komme ich natürlich nicht hoch. Alter, da will ich nicht hoch. Mach hinne. Ich habe schon genügend Zeit verloren. Alter, das wird nie im Leben was. Wenn doch, dann ist das echt ein billiges Rennen. Oh, natürlich. Ja, na klar. Springe ich auch noch voll daneben hier. Jawohl, ja. Nice. Hopp, hoch mit dir. Hoch. Nein, oh Gottes Willen, wie der springt. Das ist doch nicht zum Aushalten. Und jetzt rüber mit dir da, Schlampe. Das kann ich vergessen, glaube ich. Daraus wird nichts mehr. Oh ja, fall da auch noch runter. Wäre ich da bloß nicht runtergefallen, das eine Mal oder die paar Male. Der Rest ist ganz billig. Das hätte ich nämlich... Das schaffe ich noch. Jawohl, ja! Boah! Haha! Das war aber ein knappes Teil hier. Knappe Geschichte, meine ich. So, ich sehe einen Aussichtspunkt. Mir macht Spaß. Oh. San Pietro di Castello. Castello. Ich weiß nicht, ob das auf ihrem spanischen... Ich höre es hier schon glitzern. Oh, cool. Das habe ich so gar nicht gesehen. Was passierte 1708? Oder war es 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. Okay, was passierte in dem Jahr denn? Die Kavallerie? Nicola, wir wissen, was man ihrem Labor angetan hat, ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber sie können helfen, etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es ihnen wegnehmen, bevor sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass sie ihr Leben riskieren, nur dass sie ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Unabhängig von ihrer Entscheidung sollen sie wissen, dass wir ihre Arbeit sehr bewundern und ihnen gegenüber keinen Groll hegen. Wir respektieren ihre Freiheit mehr als alles andere. Und von wem ist das? Alaska, Türkei? Nee. Indien? Irgendwas stimmt da. Nee. Florida.
So. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Gut, habe ich's doch kapiert. Sehr schön, okay. Boom! Heftiger Stab. Fett. Passcode gefunden. Oh, okay. 81126. Datei freigegeben. Und damit fehlen nur noch 4 Dateien. Und natürlich den Rest noch entschlüsseln. Und dann ist es soweit. Dann haben wir die Wahrheit. Die Freiheit. So, wohin geht's? So, da ist es ja leicht hochzukommen. Jawohl, und damit hätten wir dann auch schon den ersten in diesem Gebiet. Und dann können wir gleich gucken, wie viele noch fehlen. Damit wir das Gebiet hier dann auch abschließen können. Vielleicht gibt es hier ja mal wieder ein paar Nebenmissionen. Also irgendwie gab es im ersten... Weiß ich nicht. Im ersten gab es ja nicht richtig Nebenmissionen. Das war immer Bürger retten und so. Das war ja ziemlich eintönig mit der Zeit, aber. Wer weiß, vielleicht gibt es hier ja mehr. Oha, das ist ein relativ großes Gebiet. Klappern wir erst einmal. Das ist ganz in der Nähe. Das wird jetzt als erstes gemacht. Der wird gehängt. 54 von 73, fehlen nur noch 19. Meins. Was zur Hölle? Hey! Bezahle für deine Sünden! Probieren wir doch mal, Alter, ihr Schwert aus. Oha. Oha. Ja, wer im Weg rumsteht, ne? Alter, das Schwert ist echt heftig. Oh. Ja, wenn die im Weg stehen. Bam. Oh, das Schwert bockt. Das Schwert bockt richtig heftig. Alter. Wie viele Klone? Kleiderfan, was gibt's denn hier? Wein. Assassinenweiß. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Okay. Ich dachte, ich hätte Weiß gekauft. Okay. Wieso bin ich immer noch schwarz? Das ergibt doch keinen Sinn! Das ist doch nicht Assassin Weiß, oder doch? Ach, weil das Altairs Rüstung ist, sagst du? Na, gut. Dann war das ja wohl mal ziemlich, wie sagt man, sinnfrei. Ja, ich habe richtig gutes Zeug getrunken. Jawohl. Ab. Scheiße. Jawohl. Ich glaube, hier bin ich falsch. Doch nicht. Hier bin ich goldrichtig. Naja, mehr oder weniger. Naja. Gut, dann halt so.